Ich darf euch herzlich zurück begrüßen, falls ihr die letzte Folge gesehen habt. Und ich darf euch herzlich begrüßen, falls ihr das erste Mal da seid. Bevor ihr wegklickt, an alle, die neu sind, schreibt mir doch bitte, warum ihr weggeklickt habt. Nur so, damit ich einfach einen Überblick habe. Warum? Warum nicht? Und wenn ihr dabei bleiben wollt, dann halte ich euch auch nicht auf. Ich werde jetzt erstmal zur Oase aufbrechen, weil ich sehe, ich habe bloß noch 60, also von 60 Wasser habe ich bloß noch 35 und ich weiß nicht, wie es da unten ausschauen wird. Der Weg ist, glaube ich, noch ein Stück. Die Frage ist aber, wohin wir gehen? Agrarzentrum oder Highpool? Highpool wäre am nächsten. Und anscheinend ist es auch eine große Stadt. Oh, Begegnung. Du siehst, wie sich jemand, der aussieht wie ein reisender Händler, auf die Position zu bewegt. Untersuchung. Vielleicht können wir ja ein bisschen was von unserem Graffel verkaufen. Er ist ein Händler, was bist du? Ödländerin. So. Grüß Gottle, halt wat, nicht du. Wir lassen das doch bitte unseren... Willkommen, Freunde, willkommen. Ödländerin, kommt und schaut euch um. Die besten waren vom nur vom Feinsten. Ja, hau mal her das Zeug. Ich habe ein bisschen von allem gekauft, bevor es zu spät ist. So, die schaut ja wild aus. Egal. Die hat ja, eigentlich hat die nur Arzneimittel. Das Bild passt aber irgendwie nicht so ganz zusammen, oder? Haben wir hier alle Gruppenmitglieder verkaufen. So. Ach, Plunder verkaufen. Können wir auch einfach so machen. Puh. So. Das Messer können wir loswerden. Das brauchen wir nun nicht mehr. Die Munition behalten wir natürlich. Die kippen weg. Döp, döp, döp. Verblichene Briefe. Die behalte ich mal. Anscheinend sind die kein Schrott. Und das behalte ich auch mal. Döp, 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 döp. Wundnähmittel, kippen, weg. Chip, chip, chip. So, kaufen. Die hat Antibiotika. Ja. Aber man kann es hier. Also Waffen, Rüstungen, Munition, sonstige Gegenstände, verwendbare Gegenstände, Schrott, das kommt von mir und das sind alle. Okay. Anscheinend hat die bloß Arzneimittel. Und anscheinend sind Kippen Arzneimittel. Und ich habe gerade meine Arzneimittel verkauft. Nö, ich brauche eigentlich nichts von ihr. So, auf Wiedersehen. So, laufen wir jetzt wieder an den Punkt zurück, wo wir waren, oder nicht? Ja, einfach hier hin. Ich habe auch gesehen, unsere anderen... Ach, halt, stopp. Nein. Wir müssen noch einmal Reload machen. An alle. Ladehemmung beseitigt. Lad alles nach. So. Jetzt hat... Nicht, dass wir in den nächsten Kampf reingeraten und wir haben bloß nur die Hälfte an Schuss drin oder gar nichts mehr. Das wäre schlimm. So, wir waren auf dem Weg zur Oase. Ja, zwei haben noch ein Level up. Das müssen wir auch noch vergeben. Ihr habt eine Oase entdeckt. Alle Feldflaschen, die mit Gläsern sind, aufgefüllt. Uhuhu. So, gib Gummi, gib Gas. Ja, die Frage ist wirklich Highpool oder... Und beides steht ein Funkturm. Ja, dann gehen wir zuerst nach Highpool. SOS, ist da jemand? Highpool hier. Wir werden angegriffen. Ich wiederhole, wir werden angegriffen. Plünder mit Mörsern und Sprengstoff zerstören unsere Mauern. Okay. Okay. Ich glaube, ich muss rechts und dann da runter. Oder nein. Und jetzt nochmal eine Wolke. Ich glaube, das ist die Schwierigkeit hier, durch die Wolke durchzukommen. Latsche ich jetzt einmal quer durch. Ei, da komme ich nicht weiter. Ich verbrauche schon wieder mein ganzes Wasser. Zum Glück habe ich es aufgefüllt, ohne Witz. Ei, ei, ei. Wir funken mal schnell durch. Wir haben noch ein Level up. Bericht, bla bla. Bericht. Danke. Und mal ein bisschen verteilen. So, Fertigkeiten. Sie nicht. Butus nicht, den hatten wir schon.
Sheila. Sheila macht jetzt nochmal eine Schnellheilung. So, und ihre Waffen. Was hat sie nochmal? Sie hat nur Pistolen, gell? Nur Pistolen. Oder hat sie gerade gar nichts? Pistolen, Pistolen, Pistolen. Maschinenpistolen. Das muss sie denn hier irgendwie. Ach, Handfeuerwaffe. So, bestätigen. Dankeschön. So, und dann noch kleine Adler. Dann macht man natürlich einmal in ihrer Waffenfertigkeit. Scharfschützengewehre. Und dann machen wir da gleich zwei Punkte rein. Schaltet Wächter frei. Oh, das wäre... Komm. Brauchen's. So. Dankeschön. Was mache ich jetzt? Neuen Wasser. Ich latsche nochmal zur Oase. Kampf. Du siehst, wie sich gefährliche Plünderer auf die Position bewegen. Tut mir leid, Leute, aber das muss ich machen. Hier sieht's ja aus. Schönen guten Tag. Wo sind die gefährlichen Plünderer? Da ist einer. Okay. Kleiner Adler, du gehst mal dahin. Du bist unsere Speerin. Da ist auch einer. Okay. Der Rest, auch die Angela. Nee, ich. Wir gehen dahin. Ja, bleibt einfach mal hier stehen. Bleibt einfach mal hier stehen. Und dann schauen wir, wie es sich entwickelt. So. Feuer frei! Nein, nicht laufen! Bist du verrückt? Ach so, sie hat die andere Waffe drin. Dann laden nochmal alle nach. So, jetzt hat aber. Ach! Daneben. Daneben, Digga. So. Drei. Das bringt nicht viel. So. Hau drauf. Ach, verdammt. Ach, bleibt da stehen. Zurückwenden. Der kommt von da. Da schicke ich Brutus hin. Da schicke ich Brutus hin. Das andere macht die Mrs. Death, hätte ich mal gesagt. Voll daneben. So. Wir können ja jetzt... Geh mal dahin und tu mal einen Wächter machen. Präzisionsschlag. Hinterhalt. Hinterhalt. Nee, was ist ein Wächter gewesen? So, Hinterhalt. So. Wen haben wir denn hier? Das bin ich. Ich glaube, das wäre cool, wenn du hier hingehst, aus dem Nahkampf raus, die Waffe wechselst und den da hinten behagst. Treffer. So, und die restlichen zwei Punkte heben uns auf. So, du wechselst auch die Waffe und machst mal einen Nahkampfpistoleinsatz, hätte ich gesagt. Boom! Daneben. Und schon ist das Ding leer. Wir haben Brutus. Du weißt, was du am besten kannst. Ich müsste mal besser treffen. Ohne Witz. Wie viel Schaden habe ich denn jetzt gemacht? Fast gar nichts. Wir gehen wieder auf eigene Faust los. So. Okay, du bist für den da hinten zuständig, oder? Ich glaube, das Rote ist die... Ist, was ist denn das Rote? Also den trifft es zu 29%. Was machen wir denn da? Präzisionsschlag kannst du vergessen. Ja, da macht es den Zug beenden. Was bleibt uns anderes übrig? So, den hat sie getötet.
Ja. Warum kannst du nicht schießen? Kann er doch. Treffer. Und komm nochmal. Yeah. Oha. Jetzt geht aber ab, du. So, einmal. Du müsstest nachladen. Du könntest aber auch einfach deine Waffe wechseln und schießen. 3-mal kann sie halt schießen. Das ist halt schon geil. Also, es ist schon echt mega krass. Und er kann 2-mal zuhauen. Aber er trifft halt auch nicht. Eieieiei. Angie, Angie, Angel. Du bist dran. Du machst mal hier 3 AP. Was brauchst du für deine... Kann man hier irgendwo in Deckung gehen? Nee. Da könnte man in Deckung gehen. Da brauchst du 4 AP hin, dann kannst du noch einmal schießen. Dann kannst du ihn voll in die Flanke. Oh ja. So ist es schön. Wir können noch einen Präzisionsschuss machen. Und zwar, was haben wir denn hier? 21, 51, 46. Dann machen wir auf dem Torso. Reduziert den Schutz eines Feindes, was ihn schadensanfälliger macht. Komm, du triffst. Los! Ach! Verdammte Axt! Hey, hör auf, unser Medic zu schlagen. So, er ist halt immer noch gut in Deckung. Das ist halt sehr nervig. Mein Gott, wir versuchen es. Irgendeiner wird schon treffen. So, jetzt bist du dran. Ich weiß nicht, ihr kommt wahrscheinlich alleine klar. Du rennst mal dahin. Irgendwas müssen wir ja tun. Du erschießt ihn, hoffe ich doch mal bald. Ladehemmung. Warum? So, und du triffst mal. Du sollst treffen. 68. 68%ige Wahrscheinlichkeit, schon die ganze Zeit. Und er hat mich einmal getroffen. Los jetzt! Geht doch. So wollte ich das. Und nicht anders. So, er ist immer noch dran. Du tust natürlich den Zug beenden. Du rennst dahinter. Du hast 11. 11. Oha, die hätte jetzt fast 2-mal schießen noch können. So weit laufen und fast 2-mal schießen. Alter, den hat's ja voll zerlegt. Leck mich am Arsch. Krasses Pferd. Krasses Pferd. So. Wir haben ein bisschen was zum Aufheben, Leute. Was haben wir denn hier? Ach so, jetzt muss er dahin latschen. Ist ja auch blöd. Okay, wir haben ein Erste-Hilfe-Set. Dann haben wir Trümmerbrustplatte, Kleidung. Und kaputtes Werkzeug. Nimm mit und nimm mit. So, dann haben wir euch zwei. Dann fehlt noch der da oben. Der Zerhäckselte. Der Zerhäckselte fehlt noch. Oha. Rostiger Eimer. Der ist besser als mein M2. Trefferwahrscheinlichkeit 61. Ist beides gleich. Kritisch auch. Wahrscheinlichkeit 1,7%iger Schaden. Ist höher. Aber hat auch eine höhere Wahrscheinlichkeit einer Ladehemmung. 22 Meter. Schusskapazität 20 Schuss. Durchschlagskraft 2. Den nehme ich doch mit. Den kriegst du, Simon. So. Hä? Hä? Arbeitsstiefel und normales. So. Da haben wir sie schon. Die M2. Schon mal gleich mal austauschen. Du hast ja schon sowas. Graue Tunika. Ach, da ändert sich auch die Rüstung. Das ist ja schön. Arbeitsstiefel? Ach, das ist Schrott. Trümmerbrustplatte. Wen können wir noch eine geben? Komm, da geben wir Brutus noch eine. Halt, die muss ich ja ihm erst geben. So, nee, halt. Das da, das da. Es ist, glaube ich, das Gleiche. Das ist wirklich, glaube ich, das Gleiche. Brutus ist zu weit entfernt. Scheiße. Echt jetzt? Habe ich jetzt Scheiße gesagt? Kommt mal, sammelt euch mal, Leute.
Wir müssen uns eh ein bisschen heilen, glaube ich. So, jetzt aber. Gib mal deine Trümmerbrustplatte, Brutus. Und Brutus, zieh die mal an. Rein, rein, einfach mal so. Gut. Schön. So, was für... Wir haben hier eine schwere Waffe mit einer Munition von 5,56. Die haben wir natürlich nicht. Und der hat keinen Munitionstyp. Ich glaube, das ist so ein Einschussding. Ein Schuss und weg. Ob ich mir das dann lieber aufheben sollte? So, wie schaut es denn von den Leben aus? Brutus hat ein bisschen was abbekommen. Die Angie hat was abbekommen. Und natürlich Sheila. Sheila, kannst du dich selber versorgen? Entfernt sämtliche Folgen von Krankheit. Heilt ein bisschen was. Selbst benutzen. Swing. So. So, Angie. Und du machst auch erste Hilfe hier auf dem Brutus. Wenn das geht. Achso, ich muss ja hier auswählen. Brutus. Und zwar auch mit dem Erste-Hilfe-Set. Ach, mir gefällt das Spiel mega gut. So. Du bist voll. Ihr habt fast nichts verloren. Das kann man verschmerzen, Angie. Da musst du jetzt nicht extra noch ein DWchen und ein Pflaster kriegen. So. Haben wir noch was vergessen? Hallo? Ja. Z war's. Schaut nicht so aus. Schauen wir nochmal schnell da hoch. Schaut nicht danach aus. Hier geht's aber auch nicht weiter. Gut, dann war's das. Einmal bitte da runterlaufen. Genau hier hin. Gut. Das gab wieder EP. Wir brauchen viel davon. Weil ich muss auch ein bisschen die anderen Werte ein bisschen aufstufen. Das wäre nicht schlecht. So. Bereich verlassen. Yo. So, einmal bitte darüber. Bevor das Wasser alle geht. Ja, dann müssen wir leider da runter. Gut, Highpool ist jetzt scheiße weit weg. Da komme ich nicht durch, außer ich gehe durch die Strahlung. Deswegen, ach, ich musste fast durch. Weil außenrum kannst du ja nicht gehen. Gut, Feldflaschen auf. Außer ich renne jetzt echt durch die Verstrahlung durch. Vielleicht geht es da auch dran vorbei. Wir versuchen es mal. Wir versuchen es einfach mal. Wird schon schief gehen. Hals- und Beinbruch. Was kann man hier noch machen? Oh, man kann schnell laufen. Verbraucht dann wahrscheinlich mehr Wasser. Ah! Du siehst, wie sich gefährlicher Plünderer auf deine Position zu bewegen. Echt jetzt? In einem radioaktiven Gebiet muss das sein? Ich habe jetzt kein Wasser mehr, weil ich gelaufen bin. Ah, ich habe so ein sehr ungutes Gefühl. Hallo. Das sind die Plünderer. Ah, da kann bestimmt eine hochlatschen. So. Und ich habe das letzte Mal was vergessen. Die gute Hocke. So. Wir fangen an mit einem kleinen Adler. Ein kleiner Adler. Geh mal dahin. Der Rest von euch bitte hier postieren. Wir machen jetzt so eine kleine Schießveranstaltung. Kannst du da hoch? Oh oh. Warum war sie nicht in der Hocke? Ja, du hast ein Problem. Du musst jetzt außen rumlatschen. Und dafür wartet eine Ballerburg auf dich. So. Du gehst dahin. Ballerburg. Du kannst, glaube ich, nicht mehr. Doch, du kannst doch mal schießen. Ja, leck mich fett. So muss das laufen. So, Angie. Oh, warum ist das Jagdgewehr... Hä? Ach, ich habe
Doch, kleiner Adler, passt doch. Scharfschützengewehr, warum habe ich dich nicht geladen? Das war blöd. Jetzt kann ich nicht mehr schießen. Du kannst aber immer noch hocken. 2 AP und nachladen. Ah ne, das kostet 6. Ja, hockt euch mal hin. Ihr alle hockt euch mal hin. Außer er. Warum habt ihr euch nicht hingehockt, Leute? Ich versteh's echt nicht. So. Das war ein Satz mit X. So, du bist hingehockt. Das macht das Zielen auch nochmal besser. Rostiger Eimer, der gefällt mir jetzt schon. Alter. So sollte es sein. Brutus, du gehst natürlich voll brachial vor. Das ist deine Aufgabe. So, verklemmt ist die Waffe. Ich hätte mal vorher alles wieder laden sollen. Du bleibst da. Mach, was du willst. Und du kannst wahrscheinlich nichts sehen. Dann alle ein bisschen vor. So. Zug beenden. Jetzt bist du dran. Jetzt darfst du endlich. Du darfst sogar zweimal. Einmal reicht. So. Krasses Pferd. So schnell kann es gehen. Gut. Wir haben anscheinend schon wieder ein Level ab, oder? Nee. Schnupftabakdose, was haben wir noch? Ein paar Karten und ein Auge. Das hat sie ja voll gebracht. So, hier ist anscheinend nichts mehr, was rumliegt. Dann kann man es gleich wieder verpissen. Wir haben kein Wasser mehr, Leute. Kein Wasser mehr. Und was haben wir noch nicht? Wir haben Strahlung. Strahlung haben wir genug. Brauchen wir nicht. Hammer aber. Was machen wir? Ich tausche Strahlung gegen Wasser. Wer tauscht mit? Gibt's ja nicht. Ja, wir verrecken jetzt langsam, glaube ich. Dein Team ist dehydriert und nimmt Schaden. Wie weit ist denn das noch alles weg? Ja, ganz ehrlich, dann latsche ich zum Agrarzentrum. Und dann heile ich mich da unten. Agrarzentrum an Ranger Zitadelle. Kommen, wir werden angegriffen. Die Pflanzen, wir können ihre Mutation nicht mehr kontrollieren. Sie zerfetzen Leute. Oha. Agrarzentrum, hier Zitadellbasis. Bitte wiederholt das. Habt ihr gesagt, die Pflanzen greifen an? Ja, verdammt, die verfluchten Pflanzen. Irgendwas stimmt nicht. In den... Ach du Scheiße, die Tür. Sie brechen durch die Tür. Rückzug. Alter, was geht denn da ab? Ja, wir sind da. Habt ihr die Notrufe von Hypo im Agrarzentrum bekommen? Kommen. Ja, positiv. Verstanden, hör zu, Echo One. Ich habe sonst keinen in der Gegend und momentan auch keine weiteren Informationen. Ich fürchte, ihr müsst selbst entscheiden, auf welchen Notruf ihr zuerst reagiert. Wie auch immer eure Wahl ausfällt, geht dort so schnell wie möglich hin. Beide Situationen sind Notfälle und beide klingen, als würde die Lage sich schnell verschlechtern. Verstanden? Beide Orte, an die sie uns geschickt haben, haben plötzlich Notfälle? Fragezeichen. Verdächtig, nicht wahr, Echo One? Also würde jemand unsere Übertragung mithören und versuchen, unser kleines Funkexperiment zu beenden, bevor es richtig angefangen hat. Haltet also die Augen nach verdächtigen Gestalten offen. Verstanden? Verstanden. Verstanden, Echo One. Und viel Glück, Ranger Kommando, Ende. Ja, ich werde mich für das entscheiden, was einfach näher dran ist. Fertig aus. Oh, ich nehme Schaden. Aber es ist, glaube ich, nicht mehr weit, Leute. Nee, es ist gleich da unten. Ah! Oase. Flop. Grüß Gott. Ja, du Oase entdeckt alle Feldflaschen. Ja. So. Ja, dann gehen wir da hin. Dann gehen wir hier hin. Es ist einfach näher dran. Fertig aus. Einfach näher dran. Agrarzentrum. Bestätigt. Ich habe jetzt leider nicht... Wie lange geht denn die Folge schon? Ich habe jetzt leider keine Stoppuhr oder sowas gestellt.
Zitadelle Basisstation, hier Echo One. Wir sind am Agrarzentrum angekommen. Verstanden, Echo One. Dann hört zu. Kümmert euch um den Notfall, bevor ihr zur Satellitenschüssel geht. Ich wiederhole, redet mit Kathy Lawson und kümmert euch um ihren Notfall, bevor ihr zur Satellitenschüssel geht und den Verstärker anschließt. Für einen Ranger geht der Schutz von Zivilisten immer vor. Verstanden? Verstanden. Verstanden, Echo One. Meldung, wenn erledigt. Ranger-Kommando Ende. Okidok, anscheinend ist hier, geht hier der Pack ab. So, halt. Inventar. Logbuch. Reaktiviere das Agrarzentrum. Parabolantenne, wie heißt das? Es hat einen Funkkontakt mit dem Agrarzentrum gegeben seit ihrem letzten Notruf. Ihre Parabolantenne muss abgeschaltet sein. Vielleicht weiß der leitende Wissenschaftler mehr darüber. Okidoki. Jetzt gucken wir uns schnell die Map an. Wir sind da unten. Wir können einmal links und einmal rechts. Wir sind an einer Gabelung. Links? Ich gehe mal links. Die Vegetation läuft amok. Die Felder vorne sind feucht. Der feuchte Traum eines Vegetariers und des Fleischfressers Albtraum. Reihe an Reihe gesundes Gemüse, welches auf ungesunde Größe wuchs. Widerlich. Aha. Hilf mir! Der Schmerz! Oh Gott, es etwas passiert! Kreatur sagt, hilf mir! Kreatur sagt, der Schmerz! Kreatur sagt, etwas passiert! Kreatur sagt, Aurora! Oder so ähnlich. Okay, anscheinend muss ich da hoch. Oh, hier ist ein Wasserreservoir. Gluck, gluck, gluck. Auch nicht schlecht. Hallo. Das ist schlecht. Okay, das ist schlimm. Das ist verdammt schlimm. Was denn? Das weiß ich auch nicht. Was haben wir denn hier? Ein Fahrrad, das Gras verschlingt es langsam. Was ist denn hier passiert? Leute, Leute, Leute. Was? Oh, da ist das Feld. Eine Riesenmade, muss das sein? Die nehmen wir von hier aufs Korn. So, alle Mann in die Hocke. Wenn ich sage alle Mann, meine ich alle Mann. Rostige Eimer. Oh, da ist eine Fliege. Ja, lass uns da mal auf uns zukommen. Erster Volltreffer, hätte ich mal gesagt. Ich glaube, das ist der Bereich, in dem ich gut treffe. Oder in den ich schießen kann. Du machst mal diesen Bewachermodus. Hinterhalt. Und schießt auf alles, was in die Nähe kommt. Ja, siehst du? Hinterhalt ausgeführt, finde ich saugeil. So, 64 und 79. Ich glaube, ich schieße auf die 79. Nochmal. Nicht genügend Aktionspunkte. Das ist schade. Oh, ich habe schon wieder nicht nachgeladen. Ich depp. So. Du... verklemmt. Dann machst du wieder sauber. Eieieiei. Brutus, du musst vor. Da. Du musst auch aufstehen. Ah, nee. Jetzt. Ah. Wenn man läuft, ist man also aus der Hocke draußen. Okay. Das ist gut zu wissen. So. Erster weg. Da unten. Da kommt die Made. Was passiert mit der Made? Wird nur ein Hinterhalt ausgeführt pro Hinterhalt oder wird so oft ein Hinterhalt ausgeführt, bis alle tot sind? Das wäre mal gut zu wissen. Stirb! Du Made! Stirb! Oh, daneben. Kannst du nochmal? Nee. Schön wär's gewesen. Okay. Riesenfliege sagte bzzz. Was soll denn das heißen? 79, stirb. Friendly Fire. Ach Mensch. Jetzt schieße ich mir selber an den Rücken. Das ist ja schade. Dann lauft man bis... Ich brauche 3 AP, um in der Hocke zu laufen. Das ist schon... Gut, wer ist denn als nächstes dran? Die Fliege. Dann haue ich die erstmal platt. Siehst du? Ich wollte die Fliege treffen und trifft das andere Vieh. Wie könnte es denn anders sein? Attacke! Mann, zerquetschen! Hehe.
So, jetzt bist du dran. Mit der Pistole kommst du nicht weit. Und jetzt kannst du einmal schießen. Yo. Gut, da kommen noch mehr. Wo kommen die denn her? Zagrement. So, wir verteilen uns jetzt mal am besten. Und bilden eine Schusslinie. So. Nachladen kannst du nicht mehr, oder? Nein. Okay, entweder verteilen oder nachladen. Das ist hier das Ziel. Du hast bloß nur einen Schuss. Du lädst auf jeden Fall erstmal nach. Und gehst dahinter. Für komplette AP-Kosten. So, du stellst dich dahin. Du hast nämlich noch scheiß viel Schuss. Kannst vielleicht nochmal schießen. Ach, daneben. Und Kollmann, wo gehst du hin? Kollmann bleibt hier. Kollmann stellt sich hier hin. Zug beenden. Du kannst nicht schießen, du kannst aber am Bewachen machen. Hinterhalt. 3 AP. Treffer. So, du bist dran. Du hast einen Schuss. Du schießt einmal. Und lädst einmal nach. Und dann bleibst du stehen. So, du bist dran. Du schießt natürlich. Ah, die hat jetzt einen Extrazug bekommen, oder? Kann das sein? So, nochmal 10 EP. Das war's. 60 EP für die komplette Gruppe. Das ist nicht schlecht. Was haben wir denn hier Schönes zum Mitnehmen? Madenfleisch. Nö. Was haben wir hier? Larvenschleim. Kannst du auch haben. Fliegenflügel. Und Larvenexkrement. Okay, Larven finde ich ja schon eklig, aber Larven von Exkremente noch einsammeln, finde ich ein bisschen strange. Egal. Was haben wir denn hier noch? Friendly Fire. Achte im Kampf darauf, wo du hinfeuerst. Schusswaffen haben eine Wahrscheinlichkeit, freundliche Ziele in ihrem Weg zu treffen. Und Sprengstoff schadet immer freundlichen Zielen, die im Sprengradius sind. Eigenbeschuss schadet ebenso wie feindliches Feuer und kann sogar eines der Teammitglieder ganz ausschalten. Das ist blöd. Hinterhalt. Der Hinterhalt ist eine spezielle Kampfaktion, die man ausführen kann. Wird Hinterhalt für einen Charakter gewählt, greift in diesem Zug nicht an und führt auch keine anderen Bewegungen aus. Allerdings erhält er die Fähigkeit, während der gegnerischen Runde diesen zu unterbrechen und anzugreifen, sobald der nächste Feind in Angriffsreichweite kommt. Das kann eine effektive Taktik sein, wenn man den Feind in eigene Kreuzfeuer locken will. Wenn ein Charakter im Hinterhaltmodus ist, erscheint ein Symbol über seinen Kopf. Bedenkt, dass auch Gegner einen Hinterhalt benutzen können. Okay. Was haben wir hier? Feuermodi. Oh. Manche Waffen haben abwechselnde Feuermodi, mit denen du unterschiedliche Angriffe angreifen kannst. Dafür entstehen beim Angriff höhere AP-Kosten. Am häufigsten ist Schnellfeuer, mit dem ein Charakter in einer Runde statt einem Einzelschuss mehrere Schuss abfeuern kann. Allerdings kostet das Trefferwahrscheinlichkeit. Überprüfe die Feuermodi bei der Waffe, um zu sehen, was sie können. Ja, ich habe ja einen Feuermodi. So. Wir laden nach. Waffe voll geladen. Haben jetzt alle nachgeladen. Sind wir uns da sicher? Du, ja. Du, ja. Du brauchst nicht, aber du. Passt. Dann haben wir hier einen Feuermodi. Nee, wer hat einen Feuermodi? Kann ich das so durchschalten? Nein. 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 Ich habe keinen Feuermodi. Verarscht mich doch nicht. Tooltips, die gar nichts zum Sagen haben. Wirklich die Nahrung der Götter, wenn die Götter ihr Gemüse essen würden. Oh, das sind Hasen. Was sind das für Hasen? Riesenkaninchen, greifst du an? Hi. Kann man euch auch töten? Ich versuch's mal. Was ist die Trefferwahrscheinlichkeit? Ich muss ein bisschen weiter weggehen, glaube ich. Schießt auf die Hasen. Jetzt haben ja alle geschossen. Ja, leck mich fett. Du läufst nur dann. Ach nee, du läufst weiter vor, wollte ich eigentlich. Noch eins? Komm, noch eins? 26%?
31%, 36%, 42%. Okay. Aber. Oh, voll die Killerkaninchen, die gehen ja einen Angriff über. Was machst du jetzt? Ah, da kommen noch mehr. Angie, zum Glück hast du noch deinen Schraubenschlüssel. Wollte ich mal bloß so anmerken. Wenn sie jetzt nicht da stehen würde, würde ich mit dem Raketenwerfer reinfeuern. So, du gehst auch dahin. Ne, du gehst dahin. So. Angie geht nämlich auch gleich weg, weil ich habe nicht keinen Bock, die auch noch umzuschießen. Zu beenden. So. Du kannst Hinterhalt natürlich ausführen für 6. Hey, das war jetzt eindeutig verklickt. Aber das macht nichts. Das macht nichts. Wir gehen noch ein bisschen näher hin. So. Genau. Und du gehst. Du hast 5 AP. 3 brauchst du. Für 5, 6, 7, 8. Also hinlaufen ins Gesicht. Ach, verdammt. Jetzt stehen halt so viele davor, gell? Er kann zweimal schießen, das macht er auch. 1 und 2. Ach, alles daneben. Du holst deinen Knüppel raus. Waffe wechseln. Und Schraubenziehern. Nein. Nochmal. Auch daneben. Gut, dass wir alle so gute Nahkampfexperten sind. Alter. Die gehen ja ganz schön ab. So. Brutti ist dran. Erster Hase. Den zweiten kannst du nicht mehr angreifen, gell? Machen wir hier noch einen Hinterhalt, falls dich noch einer angreift. So. Weiter auf 44. Die trifft ja auch gar nichts mehr. Kannst du wenigstens noch nachladen? Nee, auch nicht. So, du wechselst jetzt mal die Waffe. Ah, die ist leer. Coole Sache. Dann lad nach. Dann kannst du noch einmal schießen. Ah. Ich hätte von da schießen müssen. Ja, dann schieß normal. Waffe wechseln. Geh einen Schritt zur Seite. Und schieß. So, und jetzt kommt er dran. Treffer. Ah, noch 4. Ja, dann schieß nochmal. Ach. Du haust mit deinem Schraubenschlüssel endlich mal zu, bis du triffst. Du kriegst das hin. Ja. Ich hatte Vertrauen in dir und ich wurde nicht enttäuscht. Alter, das sind voll die Killerkaninchen. Attacke. Oh. Also im Nahkampf sind wir echt schlecht. Und Glück gehabt. Plus 1 AP. Ja, dann... Machen wir mal hier einen Kopfschuss, oder? Bringt zwar nichts, aber ich wollte es mal probieren. So, ja, dann lauf noch einen Schritt näher. So, waren das alle? Jetzt muss ich mich echt mal heilen. 60 EP hat es gegeben. Oh ja. Und jetzt dürfte man doch langsam mal wieder ein Level abhaben. So, du sammelst mal alles ein. Hasenpfote. Oh, das bringt Glück. Das ist ein Schmuckstück. Tierflüstere minus 2. Warum? Warum? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Hasenohren. Hasenohren. Hasenschwanz. Also. Wir haben... Ja, geh mal weg. Gibt es hier einen Ausrüstungsgegenstand? Larvenexkremente. Hasenpfoten, Glück plus 1, Tierflüsterer minus 2. Ja, zieh das mal an. Dankeschön. So. Und ich hatte auch gesagt, das soll es für heute gewesen sein. Ich habe leider nicht mehr die Uhr im Blick gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt zu früh oder zu spät bin, die Folge zu beenden. Aber das macht nichts, denn die nächste Folge kommt gewiss. Und wir spielen genau ab hier weiter. Wir werden uns erstmal heilen. Dann werden wir die Gegend erkunden und mal Ausschau halten, wer hier noch lebt. Oder wer schon gestorben ist. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und vielleicht schaut ihr mal morgen bei
Control rein, genau. Und dann zum Sonntag die letzte Folge zum Wochenausklang. Wasteland 2. Also bis dahin, ich freue mich auf euch. Auf Wiedersehen.